Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review der Transformers, heute mit Windcharger. Windcharger ist einer, ja, der zu den Teams der Scout Class gehört. Scout Class sind die etwas kleineren Figuren, die etwas kleiner als die Deluxe Class Figuren sind, dadurch auch günstiger zu haben. Windcharger wird geliefert in dieser schicken kleinen Blisterbox. Man sieht unten Fahrzeugmodus, oben Robotermodus, ganz typisch. Oben mit dem Transformers-Symbol der Autobots und unten aus der Line Reveal the Shield mit dem Hinweis für die Freigelegung der Fraktionslogos. Man sieht in der schönen Blisterbox ganz unspektakulär Typ 2 Easy. Leicht zu verwandeln und das kann ich nur bestätigen. Wir kommen jetzt einfach erstmal zu der Figur selbst. Um es von Haus aus zu zeigen, was ich eben gerade meinte. Vorne ist ein Sticker drauf und ihr seht auch schon, Autobot ist ein wärmereflektierender Sticker, der natürlich auch bei Wärme dementsprechend die Farbe wechselt. Bei kalt schwarz und bei ganz warm dunkelblau. So, diese Figur wird insgesamt so wie sie ist geliefert, ohne große Waffen, ohne alles. Das hat aber einen ganz bestimmten Grund, denn die Figur hat ihre eigenen Waffen. Das Schöne an dieser Figur, was mich auch dazu bewogen hat, dass ich sie mir kaufe, ist, es ist ein Ford Mustang. Ein sehr, sehr, sehr schöner Wagen und ach, einer meiner Lieblingswagen. Sehr schön gehalten, auch die Details. Ihr seht die kleinen Auspuffrohre. Die Reifen leider sehr unspektakulär, einfach komplett in schwarz gehalten. Die Figur selbst wird geliefert in einem Rot, leicht perlmutschimmernd. Ich gucke mal, ob ich es reinkriege. Ihr seht es, ein leichter Rotschimmer mit Silber. Trotzdem einfach nur geil. Schwarzen, undurchsichtigen Scheiben. Ja, und vorne die Lichter sind im Silber gehalten, genau wie die Umrandung des Frontgrills. Und die Stoßstange ist auch nochmal in Silber gehalten. Hinten die Stoßstange ist leider komplett rot, aber das macht dem nicht wirklich was aus. Unten seht ihr ganz normal der Kopf, der Brustkorb ist zu sehen, die Hände und die Arme teilweise und die Beine. Ist halt nur eine Scout Class und dadurch natürlich sehr unspektakulär. Ansonsten ist die Figur sehr schön. Im Fahrzeugmodus sage ich ganz klipp und klar. Nicht allein nur, weil es mein Lieblingsauto ist. Nein, auch weil er sehr simpel, schlicht und trotzdem windschnittig aussieht und einfach sehr solide ist. Und auch sehr gut rollt. Muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Und ja, ich muss es ganz explizit nennen, denn das ist die letzte Zeit sehr schwierig gewesen, weil unten irgendwelche Sachen immer rausgeguckt haben und dadurch hat die Figur sich nicht wirklich gut rollen lassen. 10 von 10 Punkten und dazu stehe ich auch. Einfach nur wirklich geil. Die Transformation, zu der kommen wir jetzt, ist sehr simpel. Dazu dreht ihr einfach nur erstmal die Arme hier raus. Ganz simpel. Dreht die Beine nach unten, dazu wird aber einmal hier oben das komplette Oberdach wird quasi abgenommen oder wie gesagt nach oben geklappt. Es hat hier oben kleine Gelenke drin, deswegen könnt ihr es nach oben ziehen. Hat den Grund, denn hier oben sind diese Vertiefungen und die Beine bzw. die Füße werden darin verstaut, wie ihr es so seht. So, ihr dreht einfach die Beine runter, dreht sie nach unten weg. Und automatisch klappen hier die Rückseite, klappt automatisch aus und wird zu den Knien. Anschließend dreht ihr den Torso nach oben und rastet ihn ein. Dann die Beine und die Füße so drehen. Und bei den unteren Beinen dieses schwarze Verdeck so nach innen drehen. Das heißt, eigentlich wird ja dieses komplette Austeil nach innen geschoben. Ich zeige es nochmal und zack. So sehen die Beine auf jeden Fall deutlich besser aus. Solider. Und die Figur steht auch deutlich besser. So, dann drehen wir nochmal die hier oben, die Schultern nach unten, das Gelenk. Und drehen
die Motorhaube über den Kopf. Fertig. Anschließend drehen wir die Arme zur Seite und drehen die Hände nach unten. So. Die Figur an sich ist auch relativ gut beweglich. Dafür, dass er eine Scout-Class ist, gefällt mir das sehr. Der Kopf ist auf einem Kugelgelenk, lässt sich gut zur Seite, hoch, runter, alles drehen. Die Schultern, ganz normales 360-Grad-Gelenk. Die Ellenbogen sind auch auf einem Kugelgelenk, lassen sich dadurch sehr gut bewegen. Die Arme an sich sind hier nur ja, zum reinen Rausdrehen, nicht wirklich spektakulär. Was ich aber schön finde ist, ihr seht es hier, jeder einzelne Finger ist modelliert, was ich richtig schön finde. Und zudem, ganz normal wie jede andere Transformers-Figur, hat sie ganz normale Gelenke. So, in den Beinen. Unten könnt ihr natürlich noch die Beine, an, wie gesagt, die Füße an sich selbst so auch auf dem Kugelgelenk bewegen, wie ihr wollt, damit ihr eine gute Action-Pose dann eben habt. Was ich auch sehr gerne dann so auch umsetze. Eine meiner Lieblingsposen. Die Figuren an sich hat hier außen diesen Stab, diese Halterung. Da könnt ihr quasi von den Movie-Line-Figuren, von den Human Alliance-Figuren, die Zusatzwaffen dran befestigen. Finde ich sehr interessant, die Idee. So, zugleich könnt ihr aber allerdings auch diesen Stift sehen als Zielfernrohr für die Waffe. Denn ihr könnt einmal so den Arm nach innen oder die Hand nach innen drehen und schon kommt die Waffe nach außen und zeigt sich. Und schon habt ihr hier den Blaster mit dem Zielfernrohr, wie gesagt. Ihr seht's, ziemlich geil gemacht. Leider ohne Bemalung, was ich nicht ganz so toll finde, allerdings ansonsten sehr fein. Diese Waffe ist an beiden Händen. Das heißt, hier könnt ihr sie auch nach außen drehen. Und dann, ja. Ihr seht selbst. Ziemlich gut bewaffnet und ziemlich gut natürlich gegen die Decepticons aufgestellt von den Waffen. Eine sehr schöne Figur. Wie ich schon vorhin sagte, im Fahrzeugmodus habe ich ihm volle 10 Punkte gegeben. Für eine Scout-Class ist diese Figur einfach nur der Oberhammer. Mir gefällt sie sehr. Auch hier volle 10 Punkte. Eindeutig. Diese Figur ist in meinen Augen sogar wert, dass ich sie mir nochmal kaufe. Ich überlege auch schon, dass ich sie nebeneinander stellen kann im Fahrzeugmodus und einmal im Robotermodus. Es gibt mittlerweile auch eine Farbvariante dieser Figur in Blau. Habe ich jetzt neulich auf Fotos gesehen. Der Name, den weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste ich dann selbst mich nochmal informieren. Wenn ich es herausgefunden habe, schreibe ich es unten in die Kommentare. Ja. Diese Figur, wie gesagt, ist aus der Movie-Line von The Dark Side of the Moon und ist unter der Unterkategorie Reveal the Shield natürlich dann zu haben gewesen. Ihr seht es hier, Reveal the Shield. Kam, wie gesagt, zur gleichen Zeit raus wie die Figuren von Dark of the Moon. Diese Figur, wie gesagt, volle 10 von 10 Punkten, lege ich jedem ans Herz, holt sie euch, es lohnt sich eindeutig. Wenn ihr Fragen oder Kritikpunkte habt, meldet euch bei mir, ich versuche irgendwie darauf natürlich einzugehen. Solltet ihr irgendwelche Wünsche haben zu irgendwelchen Transformers-Figuren, wie auch immer, fragt mich, wenn ich diese Figur besitze, versuche ich diesen Review sofort hochzuladen. Ansonsten versuche ich natürlich auch an diese Figur heranzukommen und dann natürlich euch dieses Video zu präsentieren. Ich wünsche euch was und wir sehen uns bei unserem nächsten Toy Review. Bis zum nächsten Mal, euer Rexfor.